So, Part Nummer 6 von Wolfenstein The New Order. Ich darf ihn wieder als Pet benutzen und werde natürlich nicht sterben. Natürlich. Also, ich ihn letzten Mund. Da ist ein bisschen Schrott für mich. Und Munition habe ich dir lassen, den Erfolg. Ja, wie sicher. Du die findest. So, wo ist er denn? Die gute... Oh, nein. Ich muss noch ein bisschen üben mit dem Waffenrad. Ja, das ist halt... Nee, das werde ich auch nicht nehmen. Nee, eine Schrotwinde kannst du erstmal noch. Nee, ich wollte auch nur eine Waffe nehmen. Achso. Ich finde die mit den... Aber... Die sind eigentlich auch ganz cool, da die auch Automatikschuss sind. So, und die Schrot. Seht. Die geht's auch erstmal nehmen. Und erstmal die ersten komplett wegrotzen hier. Mhm. Wir sind irgendwo in der Irrenanstalt hier, im Jahre 1960 vermutlich, wa? Ich denke, das ist einfach nur so wegrotze hier. Mensch, das habe ich Alarm ausgelöst. Ich bin hier ein bisschen stealthy lang. Oh, immer gut. Ein bisschen Heilung. Oh. Den mal erstmal. Hier bin ich, hier. Bam! Jetzt muss ich gleich nachladen. Na, guter Mann. Ich bin wieder relativ fix. Oh, was ist das hier? Helm? Laut Helmchen. Ha! Oh. Ein bisschen den Bein weggeschossen, würde ich sagen. Ja. Wo ist er? Da. Oder wunderbar. Ich schlecht. Aber die hat eine krasse Reichweite, war. Also meistens sind die Schrotflinten nicht ganz so. Mhm. Was ist das? Und wenn du wieder weg bist, kannst du ordentlich killen. Ja, ja, schon ordentlich krass. Aber ich finde die trotzdem noch ein bisschen besser. Ja. Ich glaub, ich muss da hoch wahrscheinlich, weil ich gehe trotzdem mal noch in die Räume rennen. Machen ja. Da hast du mich dann. Tschüss, Alter, mit dir. Tschüss. Sieh noch einer. Oh, da läuft noch einer. Oder? Nee, doch. Das ist der Ausgang. Motorschloss. Von wo aus öffnet man das? Motorschloss? Achso, das wissen wir natürlich nicht, war bei 14 Jahre. Ja. War nicht so wirklich unter den Freshen. Den aktiven Köpfen. Oh, war jemand noch nicht raus? Nee, nee, geh erstmal hoch. Ich war mit dem Empfangsbereich. Wir müssen erstmal Anja retten. Genau. Die Holdemaid. Die Holdemaid. Ist das die, die man, Nee, ich will jetzt nicht spoilern. Ich werde es erfahren. Was ist denn los hier mit euch? Ja, sauber. Oh, das ist er. Sauber, platt gemacht, ja. Oh. Hier spritzt der Kleine. Geht echt ein bisschen ab, Junge. So, wir müssen uns einsammeln hier alles. So. Ja. Klingt wie Geld. Ja. Ein bisschen so eine Fallout. Kriegskasse. Fallout 4, sie sind Fallout 4 muss ich auch noch spielen, ey. So, oh, da spielst du eine Weile dran. Nee, wo war die Treppe hier? Hier war? Hier bin ich drin? Nee. Nee. Ich glaube oben war noch, oben kamen wir ja runter. Oh. Irgendwas ist schon wieder mit dem Controller. Machen wir kurz den Cut hier mal bitte. Okay. Nee, doch nicht. Nee, doch. Hä? Geht doch. Hä? Steht das nicht. Okay. Aber ich sag, das war. Aber, Problem ist, ich höre leider nichts mehr. Das Sound ist leider auch nichts mehr, nee. Das ist echt blöd. Machen wir kurz hier mal einen Cut. Ja. So, ja, sind wir wieder. Ja, yeah, geil. Wo war denn? Ach, hier ist die Treppe. Okay. Nö. Den jetzt doch da nee, mal nee, nee. Nee, du musst erstmal Anja retten. Wo ist denn Anja? Muss hier irgendwo drinnen sein. Hier irgendwo drinnen? Oh, warte mal, hier. Ja, würde ich sagen. Nee. Kann ich auch nicht kommst aber von der anderen Seite, irgendwo. Nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Und vielleicht im Schrank versteckt. Anja! Wo bist du? Jetzt ohne Scheiß. Nee, nee. Du wo raus. Na, ist, kann ich einfach das Spiel weitermachen oder was? Ich meine, kann er nicht einfach abhauen ohne Anja, oder? Muss da irgendwie... Hast du nicht gerettet. Okay, also... Doch, da ist er. Ist das jetzt so eine... Schaum? Nee, kein... Ja, da. Treffen ist nicht so, oder? Ja, ich würde doch sagen, weil du musst da... Aber da ist auf alle Fälle ein Raum gewesen. Komm, wo wir noch nicht waren. Ja.
ist doch hier eine Granate. Frage ist, wo ist Anja? Wow, Connor. Bam! Na, Anja liegt ja vom Auto. Ach so, da vorne liegt sie. Da, wo bist du? Da. Die hat er wahrscheinlich umgeschlagen. Kann natürlich sein, K.O. geklappt. Ja. Ist klar. Das müsste aber tot sein, oder? Hm. Ich denke auch. Oh, ach hier, Granaten. Tesla-Granate. Ja. Schlecht. Geil. Ist da platzen sie bestimmt ordentlich. Der Sound ist schon wieder. Boah, das ist kaputt auf alle Fälle. Krass. Okay, also wir haben echt. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Krasse Technologien irgendwie. Ja. Ja, 14 Jahre Entwicklungszeit. Ja, aber 1960. Was ist denn hier los? Der hat damals schon atombetriebene Autos. Ich würde drinnen ins Gebäude. Springen die eigentlich? Mann, wo ist die Tür? Komm hier rein. Oh, da ist die Tür. Was ist die Tür? Zu. Shit, shit, was ist das? Ah, okay. Jeder hast du. Sauber. Ist noch nicht ganz getroffen, aber. Aber die ist ja ein Schrupfel, die streut er wie ja, U-Bats. Absolut. Anja retten. Hat die Flächen noch welche? Achso, ja, nee, stimmt. Hat sie nicht. Okay, Anja retten, aber erstmal ein bisschen Munition looten, das ist nun mal leider so. Ist leider im Kiez so. Looten und leveln. Oh, die lebt noch, ich hab sie gerade stöhnen hören oder so was. Hm? Alter, fette Karre, Junge. Siehst du, du kannst ja nicht weitermachen einfach, weil die wird ja im Storystrang so dabei sein. Wahrscheinlich. Dass du dann nicht einfach abhauen kannst. Okay. Oh, nee, das kann ich nicht. Okay, wenig. Da, ein Hellspeckloch. Was? Sollte Anja finden und von diesem verdammten Ort abhauen. Da, Munition. Was hat er gesagt? Hast du nicht verstanden? Ich sollte Anja finden, von diesem verdammten Ort abhauen. Ja, ja, ist okay. Habe ich ja verstanden. Jetzt ja. Ich hätte nur ganz gerne trotzdem mal den hier haben. Noch ein Hellspeck. Ich werde sie retten. Genau. So. Erstmal Munition geholt bei jetzt Anja. Jetzt bist du dran, Anja. Ja, Mann, fette Karre. Sauber. Nö. Wer sind Sie? Komm ich. Wir sind William J. Blaskowitz. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Die riesen Karren. Ja, aber. Mit kleinen Menschen da drin. Was war das früher? Hm? Sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken.
ich sie rauslese. Ganz schön poetisch, erklärt. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Ein Orden vielleicht? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Ist klar. Sie haben mein Wort. Ja. Yeah. Goldene Uhr. Hammer. So, dann haben wir noch. Alter, geil. Na, okay, Chainsaw Massacre gleich machen hier. Na, wir gucken erstmal noch ein bisschen rum. Okay. Ja, dann die einzige Option. Denn, wo ist. Oh, was ist hier? Was ist das für ein mysteriöses Loch? Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Bestimmt. Rüstungsabteilung. So, jetzt guck ich erstmal hier hin. Guck mal rein. Wo waren das? Ne, die andere Taste ist weg. So, wir haben ja irgendwelche komischen Dinger hier. Alter. Vorteile. Achso, die rüstet automatisch aus, oder was? Ne, du musst jetzt auswählen, oder? Was ist da drunter, der nächste? Pistolen mal ziehen. Eskimo ziehen. Oh. Ich mach das mal mit den Dingstasten hier. Und dieser Schuss? Nee. Oh, heimliches Töten. Okay. Aber das haben wir da schon, oder? Ja, die kriegen wir, das sind Perks. So wie es aussieht, die werden dann freigeschaltet. Okay, und wo war jetzt aber diese, ach, das ist da oben, ja? Ah, hier. Nee, zurückwerfen. Nee, auch nicht. Angriff? Wenn ich irgendwo da anklicke, einfach mal so. Nee, du musst gucken, wenn du darauf klickst, siehst du, was du machen musst unten. Ach so. Töten durch Messerwurf. Okay, ja, okay. Schreibe wieder mit der Pistole, müssen wir noch ein bisschen. Aha. Mal gucken, dass wir erstmal den Strang freischalten. Was ist denn ganz unten? Was dafür gibt es denn ganz unten? Heimlich töten, okay. Aber Pistole, Scharfschütze, Sturmgewehr. Okay. Wahrscheinlich vor den Funken. Okay, ist klar. Ja. Was haben wir da? Angriff? Brauchen wir hier? Akimbo-Abschüsse. Ach, mit den Dingern, ja. Zehn, aber die fand das nicht so geil, obwohl das irgendwie cool aussah, aber irgendwie so geil war nicht. Aber wo sind jetzt hier die Rüstungsverbesserungen? Vorteile. Ach ne, waren wir ja eben. Dieses Ganze wurde noch nicht enthüllt. Aha. Okay, okay, was steht da gewesen? Rüstungsverbesserungen erhöhen die Rüstungswert von Ausgaben. Okay. Aha, also ist nichts, was ich aufleveln kann, einfach nur. Ja. Ja. Dabei. Okay, na dann. Gib her, du Stück. Oh, was ist hier? Schild. Benzin erstmal.
Ah, ne, natürlich. Erstmal die Schutzbrille aufsetzen. Du verfluchter Engel. Du hast doch keine Chance. Hey, hey. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Bitte, Noeli. Meckerst du in diese rum? Willst du den Brief wieder vorlesen? Ja. Du bist ja hier unser kleiner Briefleser. Vielen Dank für deinen Brief. In letzter Zeit musste ich oft über die Frage nachdenken, die du mir gestellt hast, als wir uns das letzte Mal sahen. Warum ist unsere liebe Anja noch nicht verheiratet? Nun, ich denke, dass du einfach die falsche Frage stellst. Warum hattest du zuletzt ein wirklich persönliches und ehrliches Gespräch mit deiner Tochter? Weißt du überhaupt, wie sie das, was in der Nervenklinik passiert, mitnimmt? Wir haben all die finsteren Gerüchte und General Totenkopfs Männer und deren Besuche in der Klinik gehört. Wir wissen, was dort passiert, mein Kind. Anja kam gestern mit den Sachen vorbei, um die wir gebeten hatten. Vielen Dank dafür. Olenka hat ihr Kaffee und Kuchen angeboten. Und während wir aßen, versuchten wir, mit ihr darüber zu sprechen, wie ihr Leben in der Klinik sei und ob sie Freunde gefunden hätte. Ganz normale Fragen. Doch sie wollte nicht darüber sprechen. Sie murmelte verstohlen vor sich hin: Ich höre mittlerweile immer schlechter. Und vermied es, uns in die Augen zu blicken. Ihre Miene verdüsterte sich. Mir hüllte es sich, als ob ein schwermütiger Geist von ihr Besitz ergriffen hatte. Ihr Herz ist gebrochen. Siehst du das nicht, meine Rose? Wegen allem, was diesem Ort passiert. Wegen allem, was mit uns allen geschieht. Denkst du wirklich, dass sie mit dieser Dunkelheit im Herzen Zeit hat, noch einen Mann zu suchen? Klar. Du musst mit ihr sprechen. Hör auf das, was sie dir sagt. Anja ist eine Kämpfernatur. Ich weiß, dass du das auch bist. Ich erinnere mich noch gut daran, als du ein Kind warst. Es ist an der Zeit, dass deinem Mann, Stellung bezieht. Findest du nicht auch? Meine kleine Rose, es ist so lange her, dass wir uns gesehen haben. Bitte komm deine alten Eltern bald mal wieder besuchen. Wir vermissen dich. Deine dich liebender Vater Roman. PS, ich habe die Fotografie von dir als Kind gefunden, als ich neulich den Dachboden aufgeräumte. Dachte mir, dass du sie sicherlich gerne haben möchtest. PPS, ich werde diesen Brief dem Jungen mitgeben, der immer die Milch bringt, um der Zensur zu entgehen. Wenn du mir auf einem Brief schreiben möchtest, gib ihm ihn. Er ist ein guter Junge. Du musst doch mal leiser sein. Jetzt muss ich das Mikrofon in den Hals schieben. Oh. Okay. So, renn mit dem Ding hier. Wer ist mit dir? Sein Ernst, Vater, oder was? Oh, kann zuschlagen. Komm her, da. Alter, der hat übelst auf mir eine Stunde geklingelt. Ja. Boah, Sau. So, jetzt nicht sein beschissener Ernst. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand. Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann bitten Sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Kleine Reise.
sei gnädig, Herr. Eisenwald, sag nur. Reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße. Lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Jetzt wirst du sowieso schwanger geworden ist. Händchen halten. Sicheres Geleit inmitten von hungrigen Wölfen. Alarm! Nehmen Sie meine Hand! Ja, aber nicht mehr in dieser Folge! Geil! Mann, wie schrien hat Alarm! Bam! Junge, weg das Ding! Ja, schade, dass man den mit der Kettensäge nicht so gut gesehen hat. Nee, brutal. Ja, das so weit hier wird jetzt Köpfe abgeballert und dann ist die Kettensägen-Action. Ja, verstehe ich auch nicht. Nee. Gut, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen oben da, ne? Wie immer. Auf jeden Fall. Wie immer. Du bist schon so jahrelanger Abonnent bei Lucky Bulls TV und so. Deabonniert. Wie geht's sein, das? Bis neulich, Freunde. Bis neulich.